Markus, Markus. Ja. Da ist er wieder, unser Freund, der alte Ballsportler. Wie geht's? Gut. Ich habe heute schon Nudeln gegessen. Ja, sehr gut. Ihr kennt Markus ja schon. Der hat ein bisschen ein Essensdefizit gehabt letztes Mal. Jetzt bin ich voll fit. Jetzt bist du gut ernährt und topfit für unsere nächste Runde. Jungs, bleibt zu Hause. Wir spielen heute eine Runde, kennt ihr vielleicht schon vom Kindergeburtstag, eine Runde Reise nach Jerusalem. Mhm. Dafür braucht ihr eigentlich gar nicht so viel. Ihr seht schon, wir haben einen Ball hier liegen. Wir haben uns mit 4 Glorollen einen Kreis gelegt oder Kreis aufgebaut, ein Viereck aufgebaut. Und in der Mitte liegt ein Blatt Papier. Einfach ein DIN-A4-Blatt aus dem Block rausreißen. Genau in die Mitte von der Entfernung her sind es ungefähr 3 große Erwachsenenschritte. Bei euch sind es vielleicht 4, 5 Zwergerschritte. Einfach ein Viereck aufbauen, das könnt ihr jetzt gleich mal machen. Also ein Viereck aufbauen, ein Blatt in die Mitte und einen Ball. Wenn ihr soweit seid, legen wir los. Und die erste Aufgabe ist eigentlich ganz einfach. Ihr sucht euch eine Laufrichtung aus, das ist eigentlich egal. Wir gehen jetzt mal hier gegen den Uhrzeigersinn los. Wir führen erstmal nur den Ball im Kreis herum. Und zwar immer so lange, wie ich nachher in die Hände klatsche. Das macht der Markus immer kurz vor. Der Markus klatscht also in die Hände. Und so lange versucht ihr mit dem Ball möglichst eng hier um dieses Feld herum zu laufen. Und zwar klatscht der Markus so lange, oder ich glaube so lange, wie der Markus klatscht. Und wenn er aufhört, versucht ihr und der Markus so schnell es geht in die Mitte zu laufen und euren Ball, geh mal aus dem Bild, in der Mitte anzuhalten. Also klatschen heißt laufen. Mhm. Wenn ihr das Klatschen nicht mehr hört bei euch auf dem Computer oder am Fernseher, dann lauft ihr in die Mitte, haltet den Ball an und ich sage laut Stopp, sobald der Markus in der Mitte ist. Und ihr schaut wieder, ob ihr schneller wart oder langsamer wart als der Markus. Wenn ihr schneller wart, bekommt ihr den Punkt. Wenn der Markus schneller war, bekommt er den Punkt. So machen wir ein paar Runden mit ein paar Varianten. Ja. Und so kommen wir ein bisschen in Bewegung und machen verschiedene Aufgaben miteinander. Ist die Musik immer gleich schnell oder wie machen wir die Musik? Meinst du, mein Klatschen ist Musik? Ja, das glaube ich auch. Ich klatsche laut und du hörst es, der Rhythmus ist egal. Einfach nur, dass du das Klatschen hörst. Ich gebe dir aus dem Weg. Dass ihr es zu Hause hört, dass es der Markus hört. Solange wie ich klatsche, führe den Ball schön eng um das Feld herum. Hör ich auf zu klatschen. Schnell in die Mitte rein und stopp! Punkt für euch oder für den Markus wäre es dann. Wir üben noch eine Runde und dann geht's los in den kleinen ersten Wettkampf. Also nochmal. Klatschen bedeutet laufen. Stopp! Und schnell in die Mitte rein. Okay, wir haben es verstanden. Wir spielen. Wie viele Runden spielen wir, Markus? Was meinst du? 4. 4? Mhm. Da kann es auch unentschieden aussehen. Das ist eine gute Idee. Also komm raus mit dir. 4 Runden pro Variante. Also erste Übung ist einfach nur frei den Ball im Kreis herumführen. Selbe Richtung. Und lassen wir die Richtung erstmal so, die ändern wir nachher. Also, los geht's. Erste Runde Wettkampf von 4. Mal schauen, ob ihr schneller seid oder langsamer seid als unser Marco. Stopp! Punkt für euch, Punkt für Markus. Jetzt zählt zu Hause mit und schaut, ob ihr ihn schlagen könnt. Und wieder raus und es geht wieder weiter im Kreis herum. Entführen den Ball. Klasse, Markus! Ein Top-Athlet und ein Top-Fußballer noch dazu. Und in die Mitte und mit der Sohle anhalten. Gut, Markus. Wie viel haben wir? 2, gell? 2 haben wir. Kannst du noch, Markus? Ja, voll. Dann haben wir Nudeln gegessen. Ja, wenn du das Wort Nudeln noch einmal hörst, hast du 10 hingeschüttet, Markus. Okay, dritte Runde. Im Kreis hoch, eng den Ball führen. Immer auch mit dem Kopf ein bisschen hochnehmen und wegnehmen zum Ball. Auf das nächste Hütchen zu. Ans nächste Hütchen schauen. Oh, ey, oh Markus, vorsichtig, ja? Und zack. Jetzt war er schnell. Dritter Punkt und nächste und letzte Runde. Er legt los und auf geht's. Einmal im Kreis herum. Endführen. Einmal außen rum. Sehr gut, Markus. Klasse. Und stopp. Ich glaube, wahrscheinlich haben die Jungs. Du hast immer Stopp gemacht, wenn ich genau an der Ecke war. Ja, ich mach's halt meinem Freund zu Hause. Gebe ich ihnen einen kleinen Vorteil. Ja. Die sind halb so groß und ein Viertel so alt wie du. Stimmt das? Ich bin 5. Bis 5, naja, gut. Gut, wir machen das gleiche Spiel nochmal.
Aber diesmal versuchen wir beim Außenrumlaufen den Ball nicht mehr mit der Innenseite oder dem Spann zu führen, dann versuchen wir nur die Sohle zu nehmen. Das heißt, wir streichen immer mit dem Fuß über den Ball drüber und versuchen so unseren Ball immer neben uns herzuholen. Das heißt, ihr lauft immer ein kleines bisschen vor dem Ball und zieht den Ball hinter euch her und stellt dann immer den Fuß wieder vor dem Ball ab, also leicht neben dem Ball ab. Mhm. Und so könnt ihr den Ball schön eng um euch oder mit euch um das Viereck herumnehmen. Gleiches Spiel, wenn wir klatschen, laufen wir, wenn wir aufhören zu klatschen, flitzen wir in die Mitte. Die Aufgabe dazu ist, Markus, den Ball in der Mitte anzuhalten und sich darauf zu setzen. Ja, kriege ich. Also erst, wenn du sitzt, sag ich Stopp und dann schauen wir, ob unsere Mädels, Jungs zu Hause oder du die Raketen sind. Wir werden sehen. Wir probieren es zwei Runden aus und dann starten wir unseren kleinen Wettkampf wieder vier Runden. Also marschier los, wir klatschen, wir laufen und wir ziehen den Ball mit der Sohle hinter uns, neben uns her. Immer mit der Fußspitze, mit den großen Zehen oder mit den Zehen über den Ball streichen. Ganz vorsichtig. Wieder bei der Kurve. Wieder bei der Kurve, immer. Hopp und zack. Schnell draufsetzen. Genau, das wäre die erste Runde. Wir üben es noch einmal und dann starten wir den Wettkampf. Also nochmal los. Hopp, 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 hopp. Touch und sitzen. Okay, haben wir begriffen. Nicht so schwer für euch zu Hause. Versucht wieder den Markus zu schlagen. Vier Runden volles Tempo. Mach es nicht mal ein bisschen was sehen. Du gehst da rumher. Ja, jetzt war der Blumen rumher. Jetzt geben wir auch ein bisschen Gas beim Außenrum laufen. Und los geht's. Auf, auf, top. Und schön eng führen. Jawohl. Keeper. Schön um die Kurve herum. Anhalten und neben dem Papier. Stopp. Haha. Das war daneben. Auf dem Papier ist auf dem Papier, Markus. Bei euch zu Hause auch, gell? Wir wollen aber auf dem Papier anhalten, nicht einen halben Meter daneben und aufsetzen. Der Markus will immer schummeln. Ich schaue für euch mit, dass der Markus nicht bescheißt. So geht es doch schließlich nicht. Tja, los geht's. Erste Runde rum, zweite Runde. Start. Dritte Runde. Los geht's. Auf ins Tempo und im Kreis. Jawohl. Geht es mit der Wand aber nicht? Passt schon, oder? Ja. Zurecht. Sehr gut, Markus. Super. Ui. Stopp. Jawohl. Dritte Runde. Bist du zufrieden eigentlich mit deiner Performance, Markus? Ich bin anfangs immer schnell und dann bin ich doch langsam. Ja, du brauchst halt schnell. Mal schauen wir mal. Das ist halt die Kunst, über 90 Minuten hier durchzuhalten. Aber naja. Letzte Runde, komm. 90? Also man dauert halt ein Fußballspiel, ne? Ach so. Weißt du? So, auf, gut. Ab. Letzte Runde. Da! Sehr gut! Gut gemacht! Okay, immer brauche ich die andere Richtung, sonst kriege ich einen Drehbuch. Das kommt jetzt dazu. Super! Super! Pass auf! Die Idee bleibt genau die gleiche. Klatschen heißt laufen, aufhören zu klatschen heißt in die Mitte kommen. Und zwar laufen wir jetzt immer im Viereck herum, solange ich klatsche. Wenn ich Hopp sage, ändern wir die Laufrichtung. Hopp heißt nicht rein in die Mitte, sondern immer noch klatschen heißt laufen, aufhören heißt in die Mitte laufen. Und wenn ich sage Hopp, änderst du die Laufrichtung. Wie, das zeige ich gleich. Uns kommt noch eine Aufgabe dazu. Also wir laufen jetzt immer auf das Hütchen zu und spielen mit der Innenseite den Ball innen vorbei und holen uns auf der anderen Seite wieder zum nächsten Hütchen. Innen vorbei, vorbei spielen, vorbei laufen, innen vorbei spielen, außen den Ball mitnehmen. Innen vorbei spielen, außen. Ja, ist nicht so leicht. Probiert es mal aus. Ihr könnt auch, wenn ihr hier an der Klorolle seid, mit der Sohle vorbeirollen und dann nehmen. Nur einfach den Ball mal. Also der Ball auf der einen Seite und ich laufe auf der anderen Seite. Genau, der Ball rollt immer durch unser Viereck durch. Mhm. Du umläufst das Hütchen aus. Wenn ich sage Hopp, also wenn wir die Richtung ändern,
versuchen wir einfach mal den Ball mit der Sohle durch unsere Beine durchzuziehen, umzudrehen und dann geht das Spiel eben in die andere Richtung weiter. Könnt ihr die Außenseite vom Fuß nehmen oder auch mal den linken Fuß, die Innenseite nehmen, um den Ball mitzunehmen. Okay? Ja. Schaffst du das? Ja. Klar, ich glaube an dich, Markus, du schaffst das. Ja, ich probiere es gleich mal. Okay, also klatschen heißt wieder laufen, innen vorbeispielen, außen Ball wieder aufnehmen. Jawohl, gut, genau, sehr gut. Naja, muss ein Gefühl haben, Markus. Und hopp, hopp heißt durch die Beine rollen, umdrehen und wieder durch. Au, das ist schon schwer. Ja. Und hopp, umdrehen, durch die, oh gut, Markus, stark. In die Mitte kommen, anhalten und draufsetzen. Setzen immer noch? Ja, setzen immer noch. Gut. Gut. Gecheckt, oder? Ja. Okay. Machen wir es wieder als Wettkampf? Ja. Okay. Komm mal. Gut. Dann. Bin bereit. Vier Runden. Markus, die Rakete gegen unsere Jungs und Mädels daheim. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Ändern, genau, und durchspielen, sehr gut. Und hopp. Ja, genau, kannst du noch zurückziehen ein bisschen, wenn kein Platz ist. Achso! 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 Ja, da hast du klar. Bei der Reaktion war das keine Reaktion. Naja, ich war nah dran. Na, immerhin. Oh, anstrengend, oder wie? Das ist schon, gell? Ja, so den Kopf muss man auch noch. Ja, Kopf und Beine, das gehört aber Fußball meistens zusammen. Hopp, und hinten nochmal wenden, rollen und durchspielen. Jawohl, sehr gut. Wenden und durchspielen. Hopp, nochmal die Richtung ändern. Durch die Beine und rum. In die Mitte. Anhalten und ab. Sehr gut. Nur zwei, ne? Zwei. Ja, es geht noch schneller bei mir. Ja, ich muss noch schneller. Es geht der Esprit. Ich dann mach das noch schneller. Ja, auch nicht. Dritte Runde, vorletzte Runde. Oh, Markus spielt ihn direkt immer durch. Hey, du darfst den Ball noch wieder annehmen. Komm. Hopp. Und wenden und durchspielen. Jawohl, rücken mal mit dem linken Fuß. Könnt mal die rechte Außenseite nehmen. Innenseite, Außenseite auszuwählen. Wenn ihr zur Nase wieder macht, ist gerade seid, einfach mal nach hinten ziehen. Hopp. Und Richtung ändern. Sehr gut. Und gleich weiter. Jawohl. Innen vorbei. Innen vorbei. In die Mitte, stark, Markus, jetzt warst du drüber. Stopp! Jawohl! Und letzte Runde war gut. Einen haben wir noch, oder? Ja. Aha. Und los geht's. Und hopp! Und dann ziehen durch die Beine und drehen. Durchspielen, sehr gut. Oh, mit der Außenseite ist sehr elegant. Karesch machen wir das, ne? Ja. Karesch, ja. Hopp! Ach so! Ja! Hopp! Und stopp! Sehr gut. Oh, jetzt habe ich dich erwischt, Mann. Hopp und stopp, aber sowas. Hopp und stopp und gleich in die Mitte rein. Sowas von. Ja, jetzt. Ja. Naja. Naja, der Markus gibt sein Bestes, manchmal reicht es halt, manchmal nicht. Markus, gell? Wir machen eine letzte Runde, wir probieren es einfach mal aus. Aha. Wir lassen jetzt das Klatschen weg, ja. Sondern ich stelle mich hier oben hin. Und du singst. Und ich sing, das will keiner hören. Ich habe meinen Arm in der Luft. Ja. Der Arm in der Luft heißt laufen. Geht der Arm runter, heißt das nicht mehr laufen. Nicht mehr laufen. Das heißt für dich hier drin, immer wieder, während du läufst, zu mir schauen. Das heißt für euch zu Hause, während ihr um euer Viereck lauft, immer mal wieder mit den Augen Richtung Fernseher oder Laptop oder Tablet schauen. Da
damit ihr seht, wann mein Arm runtergeht. Weil wir wollen beim Fußball eben nicht immer nur auf den Ball runterschauen, sondern wollen ja lernen, wenn wir mit dem Ball laufen, nochmal die Nase ein bisschen hochzunehmen. Das heißt, deine Aufgabe drin ist, immer mal wieder zu mir zu gucken, vor euch zu Hause auch, dann Richtung Fernseher zu gucken, laufen, immer mal wieder schauen. Und wenn mein Arm runtergeht, geht's mal in die Mitte rein. Und dann? Wir laufen jetzt aber nur ganz einfach außen rum, weil ich glaube, die Aufgabe so ist schwer genug, laufen und gucken. Ja. Das heißt, wir laufen nur in eine Richtung, die ihr euch aussuchen könnt, links und rechts, ist egal. Ball in der Mitte nur anhalten, ohne draufsetzen. Ja, das ist mal die einzige Aufgabe. Und nur immer wieder mit den Augen zu mir. Okay, wir stellen mich am besten vielleicht hier in die Ecke, dann sehen wir uns vielleicht ganz gut. Also, legen wir mal los. Also, das Klatschen fällt jetzt weg. Die Augen sind immer mal wieder, ja, auch mal gucken während dem Laufen, die Augen wegnehmen vom Ball, immer wieder auch auf den Ball schauen, weil sonst verliert man ganz aus den Augen. Und dann geht der Arm immer runter und hopp, sind wir unterliegt. Ja, jetzt war es schön, weil jetzt warst du es genau. Jetzt warst du nicht gesehen, jetzt hast du ein Blinker böse zu dir, ich bin auch manchmal nett. Ich glaube, es könnte noch schwerer werden. Und vielleicht wird es noch schwerer, vielleicht nehme ich den Arm mal anders runter. Gut, gecheckt ist es eigentlich, ja, immerhin. Also wieder 4 Runden Wettkampf, danach haben wir es geschafft und sind durch mit der Runde. Reise nach Jerusalem, letzte Variante beginnt. Los geht's, solange der Arm in der Luft ist, gehen wir um das Feld rum, eben eng für den Ball, Kopf immer wieder zu mir nehmen, aber ich zu Hause Kopf immer wieder Richtung Laptop, Fernseher oder Tablet nehmen. Und dann irgendwann geht der Arm runter. Jetzt war der Markus schnell. Ob ihr das dahin geschafft habt, das weiß ich nicht. Aber das war richtig stark. Sehr gut, mit Schulterblick, wie beim Autofahren, Markus. Immer schön über die Schulter schauen. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, ich musste ja irgendwie sehen. Ja, das ist halt beim Fußball, musst du ja auch deine Mitspieler und Gegenspieler immer wieder sehen. Das heißt, auch da sollten wir mal üben, den Kopf immer mal wieder nach oben zu nehmen. Boah, was? Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Zweite Runde. Zum Glück habe ich noch einmal geschaut. Das ist nicht dein Spiel, Markus. Das habe ich zweimal gemacht und es war so zweimal schnell wieder drin. Das war gut. Nicht schlecht. Vielleicht auch Glück, weil ich immer wieder geschaut habe. So. Ja, aber wer viel schaut, der viel sieht. Ja, das ist ja nicht. Viel schaut. Weiser wie sie. Sagt ein weiser Mann. Wer ja, hast du gedacht, ne? Und? Stopp. Jetzt war ich stark. Also ich glaube, die Runde, die jetzt zu gewinnen, da muss man eine richtige Rakete sein. Letzte Runde, komm, ich kann auch noch schneller. Kannst noch schneller? Okay. Jetzt pass auf. Das ist Markus' perfekte Runde, glaube ich. Wenn wir da Punkte sammeln, das müssen wir mal probieren. Ja, da schaut er immer wieder gut, der Markus. Der ist fleißig mit den Augen. Ja, sehr gut. Das ist lustig. Das ist lustig, gell? Ah, stark! Frau Markus, nicht schlecht. Also da muss man sagen, Jungs, Mädels zu Hause. Ich dieses Mal. Hä? Dieses Mal gewinne ich. Ich glaube, die letzte Runde, das ja. Vielleicht spult er einfach nochmal zurück und merkt, ich meine, den Arm runternehmen, dann könnte Markus auf jeden Fall schlagen. Das war's von uns, Markus. Sehr gut. Schön. Gut. Ich viel Spaß zu Hause. Seid fleißig. Krieg nochmal Nudeln. Du kriegst jetzt nochmal Nudeln, der Markus isst nochmal Nudeln. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.